Und wir machen uns auf den Weg zum Außenposten Kralle, glaube ich, hieß das Ding. Wenn ich mich jetzt nicht zu sehr täusche, ich bin mir da gar nicht hundertprozentig sicher, ist aber auch wurscht, würde ich sagen. Wenn jetzt meine Ladescreen vorbei wäre, könnte ich auch weitermachen. Wäre ja schön. Ach ja, zum PvP-Terminal müssen wir noch Geld und Doppel-EP abholen. Wuhu! So ein Raumkampf gibt EP, diese Requisition halt und ja, ich glaube, Tapferkeit gibt es auch. Einziges Problem ist, es gibt keine doppelten EP im Raumkampf während des EP-Wochenendes. Deshalb mache ich auch nur eine Runde, sonst würde ich da jetzt reinrennen wie sonst was. Genauso würde ich jetzt Kuat stürmen. Aber auch da gibt es keine doppelten EP. Leider Gottes. So, ach du Schande. 43.000 EP. Moment, das geht besser. Schub an. So. Kann man das Ding einmal einlösen? 1000 Requisitionen wurde mir gewährt. Dann schauen wir mal. Komponenten. Nicht genügend Requisitionen. Ich weiß. Schade. Schade, 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 schade. So, auf zum Außenposten. Ja, nicht Kralle, sondern Klaue. Okay. Wo ist denn unser Hangar? Da ist unser Hangar. Ich habe jetzt im Übrigen ein bisschen was freigeschaltet. Hier, Notfallflottenpass. Hat nur noch Aktivierungszeit, kein Cooldown mehr. Und die Schnellreise ist auf 15 Minuten Cooldown runter. Was ich nochmal weiter runtersetzen werde. Ich glaube, das geht bis auf 0 runter. Zumindest oder bis auf 5, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es noch ein bisschen runter. Hier mal kurz nachschauen. Sonstiges. Also hier, wie man sieht, kein Cooldown mehr für den Flottenpass. Schnellreise um 5. Nochmal um 5, also auf 10 Minuten kommen wir runter. Ah. Und was ist das? Achso, Prioritäten. Taktische Markierungen? Ah. Okay. Cool. Wusste ich gar nicht, dass man das hier kaufen kann. Hier muss ich auch noch mal ein bisschen was kaufen. Handelsnetz. PvP-Dummy, Postfach und Gildenbank. Da juckt mir schon wieder in den Fingern, da Dailies für zu machen. Ah, wir brauchen auf jeden Fall noch drei Level. Nach den drei Leveln ist die 50 so gut wie erreicht. Würde ich mal sagen. Vor allem als Kommando geht das unglaublich schnell, weil man einfach so übertrieben viel Schaden rausrotzen kann. Das ist einfach, das ist nicht normal. Naja, auf jeden Fall wollen wir jetzt so langsam mal die Story weitermachen. Ich weiß gar nicht, für welches Level das ist, so wie weit ich skippen kann. Nächster Planet müsste theoretisch Belsavis sein. Oh Gott. Also, das wird eine sehr lange Aufnahmesession. Würde ich jetzt mal behaupten. Einfach aus dem Grund, ich habe ein bisschen Speicherplatz frei und. Ja, ich guck mal ganz kurz, wie viel habe ich denn? 330 Gigabyte habe ich. Frei. Wenn du was sagst, bist du tot. Du kennst die Regel. So. Kralle, genau. Wir sind Level 44. Ab wann ist Belsavis? Jetzt gucke ich, bevor wir zu Klaue. Ach, Kralle. Ah! Klaue, meine ich. Mann! Komm schon. Danke. Belsavis ist hier. Belsavis 41 bis 44, das heißt, wir können es praktisch skippen. Werde ich aber nicht tun. Da, Klaue. Jump! Okay. Hallo, seid ihr da? Chaos-Trupp, seid ihr das? Jupp! Bestätigt. Chaos-Trupp. Schön, euch kennenzulernen, Helik. Ja, ich freue mich auch, euch kennenzulernen. Danke, dass ihr gekommen seid. No problemo. Ihr kennt euch doch mit sowas aus, oder? Geiseln befreien. Ich weiß eigentlich gar nichts über euch. Ihr sollt auch nichts über uns wissen. Wir sind Sondereinheiten. Oh, ja, natürlich. Verzeihung. Das Volk von Aquella weiß es wirklich zu schätzen, was ihr für uns tut. Die Bürger aller betroffenen Welten empfinden bestimmt genauso. Ja. Ihr setzt euer Leben für Staatsoberhäupter aufs Spiel, denen ihr nie begegnet seid. Danke.
Kein Ding. Die Republik ist stolz darauf, ihren Verbündeten in der Not zu helfen. Die Bürger von Aquella werden eure Hilfe niemals vergessen. Setze Kurs auf Außenposten 256. Viel Glück, Major. Das ist doch ein, der Aquella-Ker... Okay. Müssen wir Jun mitnehmen? Okay. Ich suche die anderen Terminals und schalte sie aus. Das hoffe ich doch mal, Jun, ne? Sonst gibt's einen aufs Maul. Unser Weg muss zum Sieg führen. Jawohl. Sieg oder gar nichts. Ja. Auf jeden Fall, wir rushen jetzt mal los zum Außenposten. EP-Schub ist drin, alles andere ist drin, was... Nächstes Level und wir haben das Abrüstgeschoss. Dann fliegt das Sprenggeschoss raus. Spätestens dann. Weil das braucht man dann nicht mehr. Ich meine, ich benutze es jetzt noch kaum. Jetzt kaum noch. Und ja. Ja, auf jeden Fall, sobald wir Level 47 erreicht haben, ist die 50 erledigt. Und ich bin mir nicht sicher, ob es die Quest immer noch gibt. Also es gab mal, ich weiß noch nicht, wie lang das her ist. Es gab mal die Möglichkeit, sobald man 50 erreicht hat, gab es zwei Quests. Mit der hat man sich dann schon mal komplett episch eindecken können. Vom Equip her. Sich auch PvP-Equip holen können. Ein Wartungsdruide. Hallo Wartungsdruide. Da sind Geschütze. Verstehe. Wow. Ihr seid drei Level unter mir und so kaputt. 40 nur? Das sollte gehen. Ich meine, nur 40 Feinde, das ist ja nicht besonders viel, nicht? Du bist starker, du bist schwach. Hau ich dich zuerst um. Ich sag, ich hau dich um. Wie man sieht, es gibt hier drin immer noch ganz gut EP. Trotz der Tatsache... Nee, Milara. Trotz der Tatsache, dass wir drei Level drüber sind. Datenstift wird installiert. Plopp! Oh, hi Jun. Tschüss Jun. Wo müssen wir lang? Okay. Der Weg ist ja ziemlich obvious. Ich werde im Übrigen auch mal die Heiler-Skillung demnächst nochmal ausprobieren wollen. Wollen, würden, tun. Hallo! Das sieht mir nach einem Elite aus. Jawoll! Weg mit dir. So, den hat's auch zerlegt. Hier nochmal Regen. Ilera, nimm ihn mit. Nimm ihn mit, Ilera. Danke. So, wir müssen einmal kurz hier einen Abstecher reinmachen. Zwei Sonden. Und ein Mini-Droide. Okay. Und Geschütze. Was zum? Danke. So, zwei Geschütze. Kein Problem. Dass wir die Feinde so langsam ausdünnen hier.
Lass Ilara in Ruhe. Gracias. So. Oh. Systemkomponenten sind unter unserer Kontrolle. Das ist schon mal schön. Den Elite nehmen wir auf jeden Fall mit. Hydraulik. Weg. Wow. Irgendwas spritzt da. Hihi. Ja, ja. Ah, verdammt. Egal. So. Du nimmst den mit, ich nehme den mit. Es gab ein Gewehr. Spannend, was das für eins ist. Das ist Sturmkanone, die aber... Ja. Eine Sturmkanone mit List. Mal wieder. Super. Hab ich immer noch... Ich habe immer noch die Vorzeugkanone an. Okay. Kann ich mitleben, ich meine, ne? Stört mich ja nicht. So, dann... Ich glaube, ich räume erst die aus. Auf. Ah, verdammt! Nein, ich wollte... das da anklicken. Danke. So, die Hälfte der Jungs haben wir schon mal. Was haben wir hier? Notfallkühlsysteme. Okay. Reißen wir auch ab. In die Klugquartiere ein. Okay. Was will Jun? Weiterer Erfolg. Ihr seid wie ein Erdrutsch, der den Lauf des Flusses aufhält. Wasser auf den Weg lenkt, den wir vorgehen. Berg wird bald vollendet sein. Okay. Auf in die Klugquartiere. Guten Tag. Oh, da gibt's einen Aufzug. Okay. Dann wollen wir da mal hin. Ja. Und ich will mal schnell den Titel ändern. Ich bin immer noch Major. Ich helfe. Ion wahrscheinlich. Guten Tag. Oder der Aquella-Typ. Ah. Mhm, gut zu wissen. Okay, harten Kampf um die Geiseln. Der Kampf kann beginnen. Jun Ende. Bis dann, Jun. Harten Kampf, freue ich mich. Schütze? Ansonsten erstmal nichts. Hallo? Ach, dann nicht, ne? Wenn die Geschütze nicht wollen, wollen sie nicht. Habe ich auch nichts gegen. Hi. Geiseln ist nicht. Dein Ernst? Nein. Und weg.